Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Anno 1800 und willkommen zurück zu Ditchwater, ihr Lieben. In dieser Runde wird so ein bisschen getüftelt und ja, ihr werdet sehen, warum. Wir brauchen so ein bisschen mehr Lagerkapazitäten. Diese könnten entscheidend dazu beitragen. Geleitschutz, jo, das gucken wir uns nachher nochmal an. So, und zwar geht es darum, wir brauchen in der neuen Welt ein bisschen mehr Lagerkapazitäten, weil die Schiffe nicht mehr das volle mitnehmen können, was eigentlich dann zur Verfügung steht. Deswegen. Einsatzbereit! Momento, das muss ich hier nochmal angucken. Boah, der nimmt auch viel zu wenig mit, ne? Das ist auch ein Teil des Problems. So, bitte nimm mal ein bisschen mehr mit. So. Und jetzt gucken wir uns das mal nochmal an, bitte. Ja. So. Ihr Lieben. Schoner steht bereit. Wir werden jetzt hier ein bisschen mehr Lagerkapazitäten aufbauen, weil es wird zu viel produziert. Dann pausiert das hier und die Schiffe werden nicht voll ausgelastet. Deswegen erstmal das, was die Tüftelei angeht. Also hier kommen, hier werde ich mal nochmal so zwei Depots hinstellen. Die kosten uns ein bisschen Geld, glaube ich, ja. Aber im Prinzip ist das eine gute Sache. Stelle ich mal jetzt hier hin. Kosten uns irgendwie 20, aber das macht nichts, weil wir brauchen das. So, dann. Wir müssen, okay, hier ist wieder ein nächster Angriff. Wir müssen Krankenhäuser bauen, ihr Lieben. Und zwar werde ich das mal so hier anfangen. Deswegen wird es so ein bisschen Tüftelei jetzt geben. Wir werden die Sachen verschieben. Und dementsprechend, ja, nimmt es mir nicht übel. Aber das gehört dazu. Wir fangen schon mal hier an. Und zwar setzen wir hier mal so ein paar hin. Also die Bauernhäuser werden hier mal versetzt. Und ja, die nehmen wir erstmal darüber. Dann geht es nämlich auch gleich weiter mit dem Platz machen. Dann nehmen wir hier schon mal so wieder ein paar raus. Ja, so. Und zwar erstmal so von der Ecke. Da werden wir nämlich ein Krankenhaus hinsetzen. Also wollen wir hinsetzen. Dann nehmen wir das hier schon mal weg. Hier kommt ja dann schon mal so eine Straße runter. Muss mal gucken, wie breit denn dieses Krankenhaus ist eigentlich. Ob das hier reinpasst. Also hier noch nicht so. Also da muss noch ein bisschen was weg. Oder vielleicht stellen wir das sogar irgendwie hier hin. Ja, müssen wir mal gucken, wie das mit der Abdeckung ist. Ich glaube, ganz nach oben reicht es dann nicht. Da müssten wir eventuell ein neues hinstellen. Ja, aber es ist jetzt nicht das Thema. Das kriegt man finanziell auch hin. So, das wäre erstmal das. Und zwar... dann werden wir ja... Ja, wir werden hier weiter ausbauen müssen. Die Getreidefarm stelle ich mal erstmal hier so ran. Weil hier weitere Bauernhäuser hingesetzt werden. Die Stadt wächst. Gehen wir mal einmal hier mit der Brücke hoch. Und werden den Platz halt dafür nutzen, dort weitere Bauernhäuser hinzusetzen. Und dann machen wir damit mal weiter. Dann kommen die beiden hier mal weg. So. Das sieht gut aus. Und dann werde ich mal zumindest schon mal die hier wegsetzen. Ja, so. Dann hätten wir nämlich... das auch schon mal gemacht. Dann werden wir noch mal gucken.
Also das wird hier weitergehen. Aber erstmal wollen wir mal gucken, ob das hier passt. Sind die versorgt? Sie haben uns fehlt denen irgendetwas? Ich glaube nicht, ne? So, dann, wie sieht es mit dem Krankenhaus hier weiter aus? Das werde ich ja eventuell mal so hier hinstellen oder hier an den Rand. Vielleicht sogar hier mehr an diesen Rand, ne? Würde ich mal sagen. Das kann ja alles mal weg. Das Krankenhaus werde ich so hinstellen hier. Können die drei hier mal weg? Das kann hier mal weg. Ich wollte jetzt nochmal Platz schaffen. Wir hatten ja gesagt, dass die, dass wir mit den Bauernhäusern ja dann, hier weitermachen. Aber dann nehmen wir mal eins hier weg. Das kommt dann mal hier hin. Ist er versorgt? Marktplatz. Marktplatz reicht dann nicht mehr. Deswegen setzen wir hier oben einen Marktplatz hin. So. Das müsste dann genügen. Weil dann könnte ich dann halt das Gebäude hier auch nach oben versetzen. So. Dann kommt hier. Hier stutze ich mal dann diese Straße hier einmal weg. Und ja, so wie wir es kennen, machen wir das mal einmal so. Dann kommt hier das Krankenhaus hin. Unser erstes überhaupt. So, wenn dann hier die Krankenwagen sind. Oder man macht es hier dann irgendwie so, dann sieht es schicker aus. Dann führt hier quasi so eine Straße runter. So, das wäre unser erstes Krankenhaus, ihr Lieben. Wir gucken uns das mal an. Um ehrlich zu sein, damit ist eigentlich schon fast alles abgedeckt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier hinten auch noch mal eins setzen soll. Dann ist wirklich dann bei allem das eigentlich abgedeckt, ja? Ich könnte natürlich noch einen höher setzen, aber ich will hier jetzt nicht so viel umbauen. Deswegen lassen wir das mit dem Krankenhaus mal wirklich da unten. So, das bleibt da. Unser erstes Krankenhaus steht, ihr Lieben. So. Dann wollte ich noch mal schauen, wie das eigentlich mit der Versorgung aussieht. An sich nicht verkehrt. Es kann sein, dass wir zu wenig rumproduzieren. Das muss ich mir noch mal genauer anschauen. Sonst, ja, die sind auf Null hier. Da gucken wir mal, wenn jetzt genug Stoffe kommen, ob das dann besser läuft. Dann gucken wir auch mal gerne bei den Stoffen rein, wie das auf allen Inseln ausschaut. Die liefen ja auch noch nicht auf Voll, weil das halt nicht abgetragen wurde. Deswegen lassen wir das erstmal so laufen und wir machen uns mal Gedanken über die Universität, die jetzt hier hinkommen soll. Dementsprechend brauchen wir jetzt natürlich auch ein bisschen mehr Platz. Da werden wir mal schauen. Also ein bisschen eine Tüftelrunde diesmal. Ihr wisst Bescheid. Wir hatten hier doch mal ein Gefecht. Ich habe vergessen, die Kanonen einzusammeln. Deswegen, optional, souveräne Hilfe, Tierkontrolle. Das kann alles jetzt warten. Deswegen werden wir jetzt uns mal überlegen, wie wir das hier machen. Und zwar machen wir das mal folgenderweise. Wir hatten ja hier schon mal was hingesetzt. Passt da noch was ran? Ja, hier passt auch was ran. Ist auch gut versorgt. Und wir nehmen hier mal die Häuser so langsam mal weg. Man kann das nämlich so hier hin. Und wir werden jetzt aber auch hier
die Stadt weiter hierhin ausbauen. Deswegen... Wir kümmern uns hier um alles. Kommt diese Getreidefarm hier auch weg. Die kommt nämlich hierhin. Und die wird hier schön erstmal... Oh, die wurde... Da hatte ich doch auch was versetzt, ne? Das habe ich. Ohne Felder? Darum habe ich mich noch gar nicht gekümmert. Deswegen kommt mal diese Farm mal hier hin. Und das dürfen wir. Sowas dürfen wir halt nicht vergessen, ne? Nachher fehlt es dann an allem. So, gut, dass uns das noch eingefallen ist. Dann machen wir das nochmal hier. So, das ist echt alles. Sieht nicht toll aus außerhalb. Aber ist dann auch erstmal praktisch, weil wir die eh mal so nach außen versetzen. Dann einmal hier. Und da kommen dann die Bauernhäuser hin, die wir von hier raus mal wegnehmen. Wir versetzen das hier nach außen. Und dann können wir hier auch wieder was wegnehmen. So, Platz 2. Ich glaube, das hier sollte auch weg. Bevor wir unsere erste Universität setzen. Die wird, glaube ich, auch ein Ticken größer. Mit dem Marktplatz muss ich schauen. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Okay, unser Nicht-Angriffspakt mit Willi. Mit Willi Wibbelstock. Können wir hier schon mal irgendwie in ungefähr festlegen, wie die Straße verlaufen soll. Und wir gucken uns mal die Uni an, wie groß die ist. Schaut euch das mal an, die Universität. Also, die könnte ich natürlich so setzen. Dann, der ist ja so breit wie irgendwie... Ja. Wie zwei Wohnblöcke, ne? Eineinhalb Wohnblöcke sind das. Zwei Wohnblöcke sind das. Ja. Die Uni werden wir dann echt so setzen, ne? So, dass sie hier nach vorne guckt. Da brauchen wir aber noch ein bisschen mehr Platz und der Marktplatz muss mal anders gesetzt werden. So, dementsprechend machen wir hier mal weiter. Einmal bitte hier hin. Irgendwas ist hier. So. So, einmal hier hin. Dann schauen wir uns das mal an. Wir könnten... Ich weiß nicht, wie ich das mit dem Marktplatz jetzt machen soll. Wenn ich den jetzt rausnehme, fehlt irgendwo ein Marktplatz. Wir testen das mal. Ja, hier unten fehlt einer. Dann machen wir den mal hier hin. Sieht es dann gut aus? Ja, sieht fein aus. Das passt. Dann haben wir hier echt schon mal Platz geschaffen. Und wir setzen die Universität. Passt noch nicht ganz so. Das muss hier dann irgendwie so gemacht werden. Tüftel, tüftel, dahin. Wie sieht es dann aus? Ja, dann passt es. Nicht, schon wieder nicht ganz. Da machen wir es mal hier ganz. So, das einmal runter. Dann kommt das hier mal weg. Einer zumindest. Und... Oh, dann schieben wir das hier mal runter. Und setzen unsere Uni, ihr Lieben. Zack. Die Universität steht hier. Oh, welch ein Luxus. Ah, deckt nicht alles ab. Mhm.
Vielleicht ja so. Deckt es so alles ab? Ja, dann ist alles abgedeckt. Ich sehe hier jetzt nichts, wo es nicht rankommt. Das ist gut. So, das wird die Uni sein. Und dementsprechend... Wir könnten auch irgendwie so hintenrum noch eine Straße führen. Also da kann man sich das echt nochmal überlegen, wie man das macht. Aber im Prinzip passt das so. Das wird dann die Uni sein. Und dann kriegen wir jetzt auch schon gleich wieder... Und wir haben dann halt auch schon wieder Einfluss, ne? Dann können wir ja jetzt wieder zwei Fregatten bauen, hoffentlich. Ja, dann wird's... mit unserer Reise hier sehr bald weitergehen. Irgendwas stimmt hier nicht. Und diese Musik, die... ist mir nicht geheuer. Irgendwas stimmt hier denn nicht. Hä? Uns geht's so gut. Warum haben wir auf einmal so einen Arbeitsplätzemangel? Weil die Schulen hier nicht hinreichen. So. Nee, bitte keine Rätselaufgabe jetzt. Ja, wir müssen eine Schule bauen. Ja, die setze ich dann mal gleich hier hin, ne? So eine Schule, gerne. Können die haben. Wo fehlt es an der Schule? Hier oben am Rand, ne? Ja, dann... ja, dann machen wir das mal folgenderweise. Hier kommt denn die Schule hin. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Eieiei. Hä? Mobilisieren. Ein Feuer ist ausgebrochen. Okay, teuer. Das wird teuer. Ich frage mich halt noch, wo es sonst noch irgendwie fehlen könnte. Bei unseren Leuten. So. Wegen dem Tüfteln hatte ich die Facecam ein bisschen off, ihr Lieben. So. Wir haben ja sonst eigentlich alles da, oder? Die Flammen wurden gelöscht. Im Prinzip müssten wir noch mal schauen, dass hier in der Mitte noch einer ist. In unserer Stadt gibt es Ruinen, ja. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Haben wir wieder aufgebaut. Ich verstehe das jetzt auf einmal nicht, warum wir weniger Arbeitskräfte haben. Was ist hier passiert? Gibt es irgendwie Orte, wo die nicht in voller Zahl sind? Eigentlich nicht. Ne, wir müssten wirklich anscheinend hier ausbauen, ne? So, das machen wir mal folgenderweise. Der Tag ist gekommen, an dem diese Welt ihren falschen Stolz bereut. Wir werden das mal folgenderweise machen. Hier ist klar, das ist ja oben schon umgebaut worden. So, dann werden wir mal hier unten weitermachen. Und zwar alle. Ich kann so, hören, und ich hoffe mal, dass das hier so reicht. Also die werden von alles erreicht. Super. Ja, perfekt. Das passt doch schön, wunderbar. Und ja, jetzt werden wir noch mal so ein bisschen beobachten, dass die Versorgung und alles stimmt. Natürlich müssen wir das hier schöner machen.
Also das geht hier besser. Darum werden wir uns aber auch kümmern. Wir warten erstmal ab, dass diese Arbeitskräfte sich mal so ein bisschen aufpeppen. Und ansonsten schauen wir mal weiter rum. Ja, wir müssen die Rumproduktion wieder vergrößern, ihr Lieben. Das wird so nicht reichen. Deswegen gehen wir nochmal in die neue Welt. So, wir haben... bei der Rumproduktion hatten wir ja hier so angefangen. Deswegen werden wir das hier auch weiter fortsetzen. Wir brauchen für die erneute Rumproduktion... so, eine Rumbrennerei. Das sind schon mal 30 Bauern. Das Sie mir, Ordnung ins Chaos zu bringen? Eine Lieferaufgabe? Was will sie von uns? Die Kälte weicht der Wärme. Ja, wir so machen das mal. Ihr Verhalten ist vorbildlich. Ja, ich nehm's mal auf. So, und jetzt wohin damit? An Archibald? Ja, cool, machen wir. Ja, neue Welt. Und zwar werden wir... Ja, wir brauchen Leute, ne? Wir brauchen Leute. Ich bin gespannt, was die Zukunft alles bringen wird. Wenn's José in den Kram passt, bin ich auch zufrieden. Ja, wir werden das dann mal irgendwie versuchen, mal so hier hinzusetzen. Dann setzen wir mal hier nochmal so ein paar Hütten hin, ne? Hier auch. Verschönert ist es hier noch nicht, ist mir bewusst. Es muss aber erstmal nur funktionieren. Bringen Sie frohe Kunde? Ja. Oh, wir haben schon wieder Brandstifter, ne? Wir müssen die Brandstifter enttarnen, Alter, bevor es zu spät ist. Das ist von großer Bedeutung für Königin und Vaterland. Ne, bitte nicht. Das Kaiserhaus überbringt seinen Dank. Ja, vielen Dank. So, wir haben jetzt schon wieder anscheinend hier Brandstifter. Oh. So, die Feuerwehren müssen ran. Wir werden hier natürlich wieder angegriffen. Also, es ist hier echt Action gerade. Wir müssen hier die Pyrphoria wieder stoppen. Hier ist einer. Wo sind die anderen? Da habe ich zwei. Kann das so gedruckt werden? Aber jetzt kommt er auch noch mit seiner Zeitung. Wo sind die anderen? Wo sind die fünf? Wo seid ihr? Alter, ich sehe die nicht. Hallo? Da ist noch einer. Ich wünsche mir Einigkeit. Keine Allianz, Prinzessin King. Brauchen wir nicht. Schiff vom Stapel gelaufen. Jawohl. So. Hallo? Die Brände sind außer Kontrolle und die Brandstifter noch immer auf freiem Fuß. Ich hab's nicht hinbekommen, ne? Ich hab's nicht hinbekommen. Ne. Ne, ich hab's echt nicht hinbekommen, ne? Alter, wie blind. Wie blind kann man sein, ne? Ja, ihr Lieben, ihr seht's, ne? Also, es läuft hier, ne? Läuft bei mir. Naja. Ja, nichtsdestotrotz, es wird gelöscht. Mir fehlt noch einiges. Stoffe kommen noch rein. Neues Schiff wurde gebaut. Wir holen mal unser Flaggschiff nochmal ran. Mit der Formschnittallee. Wie das genau funktioniert, muss ich mir angucken. Ich weiß es nicht. Aber das wird. In der neuen Welt waren wir ja am Gange.
Und hier hatten wir schon mal so ein paar Häuser gesetzt. Was brauche ich denn jetzt für die Rumproduktion? Also 30 Jornalieros, ja. 30 Holz. Ja. Laufen die auf 100%? Ja, ne? Also, 30, das langt. Also, das kriegen wir hin. Also, kommt hier dann nochmal eine Rumbrennerei hin. Und ich werde natürlich hier dann wieder eine Zuckerplantage hinbauen. Und das hier dann schön verteilt hinsetzen. So. Reicht das hier? Ja, es reicht. Ja, ansonsten... Ja, viel los. War ein bisschen Tüftelei wieder diese Runde. Aber es soll halt schön sein, ne? Schön werden. Und daran arbeiten wir halt auch. Und ich danke euch natürlich fürs Zuschauen, ihr Lieben. Freue mich auf die nächste Folge mit euch. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao. Euer Fadi.